Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Niflheim. Ja, zwischen den Folgen habe ich mich jetzt kurz noch ein bisschen hier, ich habe einige Bann eingeschmolzen und kurz noch dieses brennbare Harz und die Flaschen rein in Öl gemacht. Ein paar Bretter, ein bisschen Seile, alles was man so braucht und wo man nicht stundenlang daneben stehen will. Ja, und ne, das war's nicht. Ich wollte nämlich die Küche, die ja mittlerweile doch recht gut ausgebaut ist, haben wir ja letzte Folge hier einiges investiert und hier schön dieses Mikrowellen-Kühlschrank, was auch immer, Teil gebaut. Und ja, Goldbahn habe ich geschmolzen und somit können wir jetzt nochmal die Küche aufstufen. Ich bin ja mal gespannt, was es ja mittlerweile an neuen Rezepten gibt und Kochstufe 7. So, 5 Silberbahnen würde das Ganze brauchen und ja, verbessere die Fruchtpresse. Wir haben eine Fruchtpresse. Okay, hier, irgendeins der Teile scheint hier eine Fruchtpresse zu sein. Und es gibt noch einige Rezepte, die immer noch noch nicht machbar sind. Braunbärfleisch, oh, da können wir endlich einmal unsere großen roten Kürbisse verwenden. Aber da ist es noch ein bisschen hin. Bärenschlee. Mensch, da können wir uns richtig was Leckeres kochen. Oh, gebratenes Hähnchen. Okay. Gut. Ja, und wenn wir jetzt schon hier mit dem ganzen Zeug im Inventar rumspazieren, dann stopp, Moment. Wir haben ja sowieso permanentes Platzproblem. Und hier ist noch ein Truhenplatz. 3 Kupfer, 3 Bretter, so, ist gebombt. Und eine neue Truhe, yeah. Wie wir das dann später mal umräumen, vielleicht mache ich, das werde ich wahrscheinlich wieder zwischen den Folgen machen, dass man hier dann Küchenzeug reinknallt in die andere Kiste, dann diese Alchemie-Geschichte. Vielleicht werde ich auch, vielleicht werde ich auch die größere Kiste, die jetzt momentan da hinten steht und die Pilze drin sind, dann irgendwie als Allgemeinkiste nehmen. Ah, Küche, Truhe, alles klar. Dann kriegt die Küche eine Truhe. Da steht anscheinend schon drüber, was ist. Ja, wir haben es ja. Wir verballern jetzt hier unser Kupfer und bauen. Ja, ich denke mal, wir können jetzt komplett durchgehend alle Truhen bauen. Ich glaube, wir haben schon alle Truhen gebaut. Vielleicht gibt es da hinten noch einen Slot. Nö, sieht nicht so aus. Alles klar. Dann, hey! Wo ist denn... wo ist denn der Wolfskopf hin? Wir hatten doch da vor ein paar Folgen mal so einen Wolfskopf. Egal, ich bin zu faul zu laufen. Mir sind das jetzt die 4 Gold hier wert. Wir werden schon wieder angegriffen. So. Oh. So, die Pulver wieder einzeln rein. Weil das waren immer mehr. Ah, und ich hoffe, wir können das Ganze dann noch aufstufen, ohne dass es wir reparieren müssen. Aber das probieren wir einfach mal aus. Weil ich habe so viel Zeug jetzt im Inventar. Da ist bestimmt noch die eine oder andere Aufstufung drin. Na komm schon, und du auch noch. So. Und wir werden immer noch angegriffen. Nee. Jetzt dachte ich schon, es ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, an dem Skelette sich koordiniert hier verhalten. Aber es sieht nicht so aus. Unser Haustier, der Igel, ist immer noch da. Jo, und der Schafstall ist voll. Nehmen wir natürlich gern mit. 16 Wolle. Ja, und das werden wir jetzt noch ein paar Mal machen. Dann haben wir an Seilen sowieso kein Problem mehr. Und ja, die Eier werden auch voll sein. Ja. Auch 16 Stück, das ist wunderbar. Dann können wir, glaube ich, gar nicht weiter aufstufen. Aber gut, schauen wir mal, was hier gebäudetechnisch noch drin ist. Wir haben... Oh ja, das kann man alles machen. Einen großen, irdenen Aussichtsturm. Yeah, dazu sage ich nicht nein. Vielleicht sieht es dann wieder ein bisschen besser aus. Oh ja, ein bisschen besser hier, die Spikes und so weiter. Das ist schick. So. Und den könnten wir jetzt eigentlich nochmal aufstufen. Okay, nee. Gehen wir erstmal hier überall auf Stufe 2. Oh, das ist toll.
Herr Igel verliert es auch. Yeah! Und hier noch eine großen... eine große irdene Burgmauer. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Ja, und schon sind die ganzen Seile, die ich in der Zwischenzeit gecraftet hatte, alle wieder weg. So, was gibt's hier? Ach, da brauchen wir Kakaseile. Sagenhaften irdenen Aussichtsturm. Yeah, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, jetzt sieht's dick aus. Und gefährlich, das hier auch auf dem Dach. Kommen noch fliegende Gegner? Oh, ja, und die andere Seite ist auch da. Ihr macht mein neues Haus schon wieder kaputt. Das ist aber nicht nett. Aber du hast schicke Schulterteile, die hätte ich gern. So, hier. Ihr kriegt auch noch euer Fett weg. So, gut. Ja, Igel, alles im grünen Bereich. Kannst hier wieder rumlaufen. Jetzt haben die Gegner sogar Harz dabei. Oh ja, unsere Festung hat ja nicht mal einen Kratzer. Und uns gehen die Bretter aus. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, was ist jetzt erstmal mit dem Ausbau? Denn ich möchte mich jetzt rüsten und mal ja, in den Dungeon rüberschauen. Aber stopp. Kann man links noch irgendwas aufstufen? Ich glaube, den Carpenter, die Sägemühle kann man noch eins aufstufen. Ja, gut. Drei Titanbahnen, dreimal brennbares Harz. Einen Wasserhochdruckkompressor. Ja, den hätte ich auch ganz gern. Komm schon. Yeah, Zimmermann Stufe 5, also unsere Talente. Wir können uns langsam nicht mehr davor retten. Ja, und das ist dieser Hochdruckkompressor. Und was kann ich mit dir jetzt herstellen? Kann ich mit dir jetzt vielleicht Kristalle unter enormen Druck zusammenpressen, so ähnlich wie Diamanten? Nein, aber ich kann einen Jägerbogen herstellen, der 20 bis 30 und 600 Reichweite hat. Oh ja, auf jeden Fall. Den holen wir uns gleich im Anschluss noch. Das kostet uns ein Wolfsfell. Okay. Teil der Malachit-Rüstung. Ja, bevor ich weiß, was für Rüstung ich mir herstelle. Oh, Titanpfeil, das wird ja immer härter, ey. Stopp, shit. Was wollte ich jetzt holen? Also Titan spare ich mir auf jeden Fall ein bisschen. Hier brauche ich noch ein Wolfsfell. 1, 10 und ja. Dann haben wir auch einen neuen Bogen. Ja, den Rest, den lade ich mal hier ab und dann... Ja, dann würde ich sagen, geht's erst eine Runde in den Dungeon und dann würde ich ganz gerne, wie gesagt, mal die Trolle versuchen zu vermöbeln. Da können wir mal einen Schluck essen hier. Ah, Essen haben wir auch noch mehr viel. Ja, dann gehen wir definitiv in den Dungeon, weil wer weiß, wie uns die Trolle zusetzen. Nicht, dass ich mich da nicht heilen kann. So, ich habe schon wieder komplett vergessen, was ich holen wollte. Ja. Shit. Gut, Wolle bleibt jetzt mal hier. Ja. Die restlichen Steine auch. Lehm bleibt hier, dann das bleibt hier. Gold bleibt hier. Dann ein Seil, da packen wir mal 6 Stück rein. Eins nehmen wir mit. Zweige haben wir dabei, da brauchen wir 10 Stück. 33 weg. Was war denn das andere jetzt? Ach ja, genau, ein Wolfsfell. Gut, das kriegen wir auch noch hin. Stroh hier mal rein, da ist noch Wolle. Ja, Holz, denke ich, werden wir die nächsten Folgen auch nicht farmen gehen müssen. So, Kohle zu Kohle, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Oh, Mist. Und dann geht uns hier der Platz schon wieder aus, was ich doch ziemlich ätzend finde. Aber gut, wir haben ein paar Truhen mehr. Müssen wir halt dann mal schauen, wie wir das verteilen. Wahrscheinlich die Tränke dann raus. So.
Okay, ich hab's mir überlegt. Die Tränke kommen sofort raus. Oh, ich kann es nicht mal mit Ender bestätigen, das ist doof. Ja gut, dann muss ich jedes Mal auf Ja klicken. Nein! So. Dann räume ich das jetzt schnell noch um, dann ist es gemacht. So, ganze Alchemie-Zeug hier mit und dann kann das Zeug hier wieder rein. Machen wir es so rum. Titan. Hierhin. Eisen dahin und Gold. Hat man doch auch noch. Das packen wir hier hin. So. Das komische Harzzeug. Da haben wir immer noch hier weit über 200 Stück. Eier kommt in die Essenskiste. Ja, und dann schaut sie hier auch wieder ganz gut aus. Ne, Essenskiste, da wollten wir hin. Na. So. Na, fast zwei Stacks voll. Stopp. Ne, das war die Verkaufskiste. Da hole ich mir jetzt noch ein Wolfsfell raus. Ja, und dann ist uns der neue Bogen eigentlich schon sicher. So, und jetzt haben wir hier endlich einmal Platz für die ganzen Tränke. Ein bisschen Geschwindigkeit und Regeneration lasse ich hier. Das einmal verklickt und der Nordländer hier rennt wie ein Gestörter rum. So. Grün, rot. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich hin, dass wir pro Trankfarbe ein separaten Ding haben und unser selber gebautes Zeug da hinten noch irgendwie reinstapeln. So. Ja, das kommt jetzt mal hier hin, dass es uns das Inventar nicht vollmüllt. Ja. Und da schmeiße ich mir noch ein paar rein, weil die sind doch Regeneration über Zeit ganz gut. Dann nochmal schnell hinterhuschen, Bogen machen und dann geht's ab Richtung Dungeon. Jetzt muss ich bloß gucken, Pfeile, haben wir diese groben Pfeile dabei. Und das ist jetzt erstmal okay. Wir werden sicherlich eh nicht lang bleiben, weil, ja. Wir finden ja doch relativ viel Zeug, dass unser Inventar schnell zugemüllt ist. Oh, schicker neuer Bogen. Der ist viel toller. 1324 und der neue, der hat ordentlich mehr. 20 bis 13. 20 bis 30, so. Ja, den Bogen lassen wir noch hier. Ein Inventarplatz ist im Dungeon wirklich doch recht wichtig. Ne, ist die falsche Kiste. Auf jeden Fall sind jetzt alle Kisten-Slots belegt. Wir müssen mit dem Platz jetzt auskommen, der da ist. Und alles, was halt dann drüber geht, wird gnadenlos verkauft. So. Alles blinkt hier. Oh, die Küche, das ist richtig schick hier unten. Da können wir dann wahrscheinlich unser Mehl und die Eier abwiegen, dass wir hier auch... Nein, jetzt gehe ich in die Minen vor lauter Labern. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass das eigentlich als Küchenwaage recht funktionell wäre. So, gut. Yes, unser Haus und unsere Festung, die wächst und gedeiht. Das Holz, das können wir jetzt getrost mal ignorieren. Dafür kriegt der Wolf hier noch ein paar auf die Mütze. So. Und wer weiß, vielleicht finden wir jetzt irgendwas richtig Schickes. So, und dein Kumpel hier auch noch weg. Komm und tritt. Und kaputt. So. Was bist du? Achso, das ist das Lagerfeuer mit der Pflanze davor. Das hat jetzt ausgeschaut wie so voll die abgespacede Weltraumpflanze. Oder ähnliches. So. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hier aufgehört haben. Ja. Ich gehe einfach mal straight nach unten. Ich glaube, da hatten wir eh ein ganzes... Ja, dich nehme ich noch mit hier. Wenn du einzeln hier rumrennst, genauso wie ihr. Ah, okay.
überredet. Ich verziehe mich nach unten. Oh, und der Trommler auch schon hier. Mann, Mann, Mann. So. Oh. Einzeln und von der Truppe entfernen ist dein Tod, mein lieber Freund. Ich habe ein schöneres Schwert. So. Naja, ein bisschen trainieren für Skill ist ja nie verkehrt. Wir haben mittlerweile ja eh schon einiges an Sternen. Ja, und worum es ich eigentlich in den Dungeon abgesehen habe. Wir haben noch so viel freie Siegelplätze, aber leider noch keine Siegel, mit denen wir das Ganze belegen können. So. Stopp, was war hier oben? Ah, genau, hier sind ja die Trolle genauso unterwegs. Mensch, mit meiner Heilung schaut es derzeit gar nicht einmal so gut aus. So, testen wir mal einen neuen Bogen. Ja, für das, dass es die Scheißpfeile sind, haut er echt gut rein. Also der war auf jeden Fall sein Geld wert. Da hilft nicht mal der Schild hier von dem Wächter. So, das war leer, gell? Ja. Naja. Und noch ein Geschwindigkeitstrank und dann hau ich dem Troll... Nein, ich komme ja hier gar nicht hoch. Ja, so ein Mist. Ja, dann hau ich den Troll jetzt keine von Latz. Ah, Mist. So, die war schon leer, oder? Ja. Gut, dann geht's halt hier nochmal ein Stockwerk tiefer und ich glaube, wir können da auch gleich nochmal ein Stockwerk tiefer gehen. Ja, mal gucken, ja. Wo geht's hier weiter? Ah, hier ist der, oder die. Ja, vermutlich ein Weibchen, wenn sie so groß ist. So, das ist leer. Aber ich möchte jetzt trotzdem wissen, was die Dinger aushalten. Ich hab's nämlich... glaube ich, noch gar nicht probiert. Ein hellblaues Spinnenweibchen. Okay, 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 okay. Du hast mich überzeugt. Nee. Die Pfeile machen dann doch zu wenig Schaden und der Gegner ist dafür zu schnell. Das wäre klar der Selbstmord, wenn wir jetzt da weitermachen. Ja. Gibt's halt einen Trank. So. Auch leer. Ah ja, okay, da fängt es jetzt erst an, die Dinger, die wir aufgestellt haben. So, die müsste leer sein. Ah, ach, den lassen wir jetzt mal da oben gut sein. Wir treffen sicherlich noch auf einige Gegner. Ne, das ist diese Sackgasse gewesen, das kann ich mich noch erinnern. Ja, und hier dürfte es jetzt dann irgendwo weitergehen. Da haben wir die schon. Ich weiß es nicht. Oh, ja, nee, die haben wir noch nicht. Okay, gut. Schwert. Runter. So. Das trifft sich gut, dass ihr hier nach links abhaut. Weil dann kann ich die anderen da gemütlich eine nach dem anderen wegnatzen. Komm, schneller. Und... ja, und wenn du hier einzeln rumstehst, dann sowieso. Keine Rückendeckung hier von deinen Kollegen. So. Dann hau ich jetzt dem noch einen von Latz, heb das Zeug aus und dann sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich erkunde jetzt dann noch weiter den Dungeon. Ihr müsst allerdings leider bis zur nächsten Folge warten. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Niflheim. Lasst es euch gut gehen und ad.